est prête. Rends les choses faciles et sèche-moi ces larmes de crocodile. Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einem neuen Vlog, wo es diesmal ein bisschen persönlicher wird, denn ich zeige euch die Orte, wo ich früher als Kind viel gespielt habe, wo ich als Jugendlicher aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Und wir sind hier in Fühling. Der Ben ist auch dabei. Ganz genau. Da habe ich das ja schon mal ein bisschen gezeigt. Ja? Wir waren schon mal hier, ganz genau. Wir waren schon mal hier und hier hinter uns seht ihr gerade das Haus, wo ich tatsächlich aufgewachsen bin. Und das ist gar kein richtiges Haus, das war nämlich ein Bauernhof und unser Haus war der Trakt da vorne. Da vorne, da bin ich immer groß geworden. Irgendwann bin ich älter geworden und dann da vorne eingezogen und dann bin ich in die Kölner Innenstadt gezogen. Aber es war eine super schöne Zeit hier im wunderbaren Fühling. Man sieht, alles sehr dörflich gehalten, ne? Hier ist ein Vorort übrigens von Köln. Wir sind gerade die 10 cm auch noch mit dem Auto gefahren, auch wenn in Fühling wirklich alles fußläufig erreichbar ist, will ich mal sagen. Und hier bin ich jetzt beim Spielplatz, wo ich früher mal gespielt habe. Und hier ist plötzlich hier so ein kleines Mini-Volksfest. Direkt da gegenüber ist der Spielplatz und ich sehe schon, der wurde ein bisschen umrestauriert. Was allerdings noch genau das gleiche ist, ist die Drehplatte. Alter, da bin ich so rumgewirbelt. Und nur ein paar Straßen weiter und wir sind im idyllischen Feldblumenweg. Leute, hier hatten wir Rampen aufgebaut, hier haben wir Skatehockey gespielt mit Toren überall. Und ja, Benni, jetzt kommt der Schocker, denn da vorne ist alles neu gebaut worden. Hier war früher unsere Höhle, so ein richtig, richtig geiler Wald, Alter. Wo wir mal gespielt haben und Baumhäuser gebaut haben. Jetzt haben die da neue Bauten hingeklatscht, ey. Ja, krass, ey. Benni, meine Jugend zerstört, meine Jugend. Komm, wir klingeln da jetzt. Ja, war leider keiner zu Hause. Wir hatten uns einen riesen Stunk gemacht natürlich. Wir fahren jetzt zum Fühlinger See, ist ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute weg mit dem Auto, wo wir uns gerade befinden. Ja, und den kennt ihr vielleicht aus dem Drohnenvideo, was wir mal gemacht haben, wo wir richtig geile Drohnenshots über Köln gemacht haben. Oh, Pferdescheiße, an der ich gerade vorbeifahren muss. Achtung, die ist hier auch in der Nähe. Ja, und diese Drohnenshots, die will ich euch jetzt nicht vorenthalten, die können wir jetzt mal aufwärmen. Hier, film mal. Richtig schön idyllisch ist es hier am Fühlinger See. Und da vorne, da seht ihr diese ganzen Ruderer auch. Die machen hier auch eine Regatta. Es gab auch mal eine Weltmeisterschaft hier. Außerdem Summer Jam, Spring ins Feld Festival. Auch hier alles am Fühlinger See. Und hier vorne, auf dieser Wiese, da habe ich richtig viel Fußball gespielt, Partys gemacht und so weiter und so fort. Und wir fahren jetzt mal nach Chorweiler. Das ist ungefähr 5 Minuten von Fühling entfernt, also dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Kommst du mit, ne? Benni, zeig ich dir meine Schule, ne? Ach, das ist ja interessant, ey. Ja, das ist ja interessant. Ja. Warte mal, bist du verprügelt in Chorweiler, Alter, sag ich dir. Bist du verprügelt. Aber du kannst ja Taekwondo, ne? Ja. Oh ja! Kann der wirklich. Die Heinrich-Böll-Gesamtschule Sekundarstufe 1 und 2. Genau hier habe ich mein Abi gemacht. So, jetzt sind wir hier bei mir auf dem alten Schulgelände. Da vorne wird gerade was transportiert, was auch immer. Es ist, glaube ich, Mülleimer, sieht es. Ja? Und ich hätte nicht gedacht, dass wir hier reinkommen. Wir haben uns hier heimlich am Wochenende reingeschlichen und die Leute transportieren jetzt was da rein. Die werden uns jetzt wieder rauswerfen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Könnte passieren. Auf jeden Fall ist das meine alte Schule. Hier wäre ich von der 7. bis zur Oberstufe. Ja? Und hier vorne ist die Sekundarstufe 1 und weiter da hinten, ganz hinten, zeige ich euch nachher auch noch die Sekundarstufe 2. Hi, ich mache gerade ein Video tatsächlich, weil ich hier immer zur Schule gegangen bin. Ich mache YouTube-Videos, wir gehen sofort wieder runter. Das war meine alte Schule, deswegen habe ich einfach nur mal, bin ich einfach nur mal hier rüber gelaufen. Ja, da stehen wir wieder direkt vor der Tür, denn wir wurden freundlich rausgebeten, dass wir doch bitte das Gelände verlassen sollten. Stand ja auch unbefugten Zutritt verboten. Ja, aber kein Problem, denn wir haben ja eine Drohne dabei. Jetzt sind wir
hier beim Sportplatz und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Stunden ich hier Fußball gespielt habe, hier im schönen Gurweiler, ja. Du kommst eigentlich woanders her, wenn ich. Genau, ja, ich bin ja gebürtiger Hesse und da auch zur Schule gegangen. Hesse. Ja, deswegen kenne ich das hier nicht, aber sah bei uns natürlich so ähnlich aus. Und ich schaue mir gerne mal an, wo du dich früher so rumgetrieben hast in deiner Schulzeit. Ey, das Ding ist, es sieht nach 20.000 Jahren immer noch genauso aus. Es sind genau dieselben Tore, ey. Hält aber noch. Auf genau diesem Weg bin ich mal lang gegangen, als ich eine 5- in Mathe kassiert habe. Genau an dieser Stelle habe ich immer meine Blumen gepflückt. Guck mal, Benni, die ist nur für dich. Oh. Voll die Fresse, Alter. Sieht aber alles noch genauso aus, außer dass sie das Brasilien-Ding da erneuert haben. Mensch, haben sogar richtig investiert. Ich bin ohne Level. Und die nächste Station ist das wunderbare City Center in Köln-Kurweiler, liebe Freunde. Da war ich ewig shoppen, ja. Und Kurweiler ist so ein Brennpunkt, muss man sagen. Ich hatte hier nie Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich war es auch sehr interessant, weil man auch mit den ganzen Zuwanderern direkt zusammengekommen ist und die man kennengelernt hat. Und so ein bisschen auf zwei Seiten, also vielleicht auch den sozialen Brennpunkt und die wohlbehütete Gegend kennengelernt hat. Und deswegen will ich euch das auf jeden Fall hier mal ein bisschen zeigen. Ja, schauen wir uns mal um. Ich war ja ewig nicht mehr drin und genau hier war nicht das Rewe Center, sondern damals Karstadt. Kennt ihr vielleicht noch? Da habe ich meine ganzen Games gekauft. Ja, krass. Jetzt ist der Rewe, da gibt es wohl gar keine Games mehr, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Wo kaufen wir denn jetzt Games? Vielleicht da unten. Guck mal, hier kann man jetzt die Games kaufen. Im Mediamarkt, da hinten ist auch noch ein GameStop. Ich habe das noch in Erinnerung. Ja, und das ist das Kurweiler City Center. Welch eine Pracht! Was eine Shoppingmeile! Hä? Und auch hier gibt es Rolltreppen, wie man sieht. Sehr schön. Man muss ja aufpassen, dass man sich da nicht die Finger einklemmt. Ich kann das mal zeigen hier so ein bisschen, ja? Hier, guck mal. I can do this all day, I can do this all night. I can do this all day, I can do this all night. In Kurweiler ist auch gerade Kirmes, sehr interessant, da war ich früher auch ein paar Mal, allerdings war ich da nicht so häufig, denn wir hatten im Frühling unsere eigene Kirmes, immer im September, wir hatten aber nicht viel, immer nur ein Autoscooter oder sowas, ja. Kurweiler Kirmes war immer ein bisschen cooler, ey. Die sieht echt cool aus, ja. Ihr werdet es gleich sehen. Ich muss das auf jeden Fall zurücknehmen, die Kirmes im Frühling ist mittlerweile cooler. Was ist das, Kurweiler Kirmes geworden? Die hatten hier mal richtigen Shit, aber ich glaube, das ist nur so eine Kinderkirmes, ne? Ja, ja, ganz komisch. Ja, Benni, 8 Euro, viel Spaß, wir sehen uns dann im nächsten Take. Und hier an diesem Kiosk immer Cola-Kracher für 10 Pfennig. Kennst du die noch? Ja, klar kenne ich die noch. Habe ich mir auch immer in meine Tüte gepackt. Die man da immer gespart hat. Wahnsinn. Für 50 Pfennig habe ich damals genauestens geguckt, welche Süßigkeiten ich mir hole. Ne? War bei dir auch so, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder mal ein Ü-Ei oder so ein Yps-Heft. Das war auch immer ganz cool. Oh ja, Alter, mit den Urzeitkrebsen. Ja, alles Mögliche. Boah, Urzeitkrebsen. So oder ja, wie die Mickey Maus, nur ein bisschen cooler. Boah, das war echt cool. Und hier ist jetzt der Pariser Platz. Da gehen wir direkt gerade weiter drauf. Und der Pariser Platz ist auch ein bisschen so das Herz von Kurve. I could do this all day, I could do this all night, all month, all year, for my whole entire life. Who you know got a home, but seen to live on the road, looking like a black gypsy in a caravan of rose. Das war ein kleiner Einblick zu den Orten, wo ich überall aufgewachsen bin. Hier mit Kurweiler zum Abschluss, wo meine Schule war und hier der City Center und Pariser Platz und was alles. Fühling natürlich auch einen Einblick gegeben, wunderschöner Fühlinger See. Ich muss sagen, es war eine echt schöne Sache, wo ich aufgewachsen bin. Und wo seid ihr denn eigentlich groß geworden oder wo wohnt ihr? Welche Ortschaften sieht es bei euch ähnlich aus in den Dörfern und was weiß ich was? Und auf welche Videos habt ihr noch Bock? Ne? Auf welches Video hast du denn noch Bock, Benni? Boah, auf ganz viele. So Extremsportsachen finde ich ja geil. Ne? Ja? Oder Paintball oder Kartfahren oder irgendwie so Geschichten. Nein, Bock drauf. Alter, das nächste Video kommt auf jeden Fall und wenn ihr kein Video verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal natürlich völlig kostenlos abonnieren. Vielleicht kommt ja schon morgen eins, denn es gab ja viele, viele Fragen von euch auf mein letztes Video und ja, da werden wir sicherlich noch drauf eingehen und sicherlich auch ein paar Videos zu drehen. Also stay tuned!